Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Ich habe den anderen noch gar nicht hochgeladen zu dem Zeitpunkt, wo ich das drehe. Muss ich langsam mal tun, aber ich glaube, das reicht jetzt vom, was ich aufgenommen habe, dass ich einen neuen starten kann. Ihr seht hinter mir, die Tapeten sind langsam ab. Das hat so lange gedauert. Ich glaube, ich habe in dem Vlog erzählt, dass ich das an einem Wochenende schaffen will. Das klappt nicht, wie ihr seht. Es ist so schwer. Hier im Schlafzimmer sind die Wände noch komplett, die Tapete noch komplett dran, das will ich morgen machen. Ich bin gerade noch mal bei den Feinarbeiten, dass ich dann nochmal rübergehe, weil ich eine glatte Tapete habe und so. Steckdosen wurden jetzt hier, Sekunde, Lampen funktionieren. Steckdosen wurden jetzt gemacht, weil ich hier aufgezeichnet habe, wie meine Küche hinkommt. Und da müssen Steckdosen gemacht werden. Da oben seht ihr es vielleicht, da kommen die Lampen dran mit Vertäfelung. Und hier kommt ebenfalls so eine Vertäfelung hin und hier sind wir gut dabei, die Tapete abzukriegen. Die Haustür ist noch nicht da. Ich weiß nicht, wann die kommt. Eigentlich hätte sie diese Woche kommen sollen. Aber gut, ist auch noch nicht so eilig, von daher geht's. Ich habe jetzt, wie gesagt, heute und morgen, beziehungsweise morgen, ich fahre jetzt nämlich gleich, habe ich nämlich vor, den Rest der Tapete abzukriegen und die Decke einmal zu saugen. Das hört sich dumm an, Decke saugen, aber da muss alles Staub runter. Und dann an den Seiten schon mal ein bisschen streichen, weil wir werden die Decke neu streichen. Einfach nochmal drüber streichen halt. Ja, das steht morgen wahrscheinlich an. Und wenn alles gut geht, Sonntag und Samstag tapezieren schon. Ich hoffe, das klappt. Ich bin gespannt. Vielleicht aber auch erst, also ja, Montag vielleicht, denke ich. Ja. Ich muss mich beeilen, es sind noch heute genau 2 Wochen, bis ich meine Katze abhole. Und dann muss es natürlich fertig sein, na logisch. Deswegen. Ja, die Tapete hat halt sehr viel Zeit gekostet und kostet noch sehr viel Zeit. Und hier sind überall noch so kleine Fitzelchen. Ey, das ist so scheiße. Ich habe halt eine ganz glatte, keine Raufaser-Tapete. Das wird man halt alles sehen, deswegen. Naja. Mal gucken, wie das wird. Ich hoffe, man sieht es nicht zu krass dann, aber man kriegt einfach nicht jedes kleine bisschen ab. Ja, auf jeden Fall für heute habe ich meinen Teil getan. Ich bin hier komplett bis dort habe ich jetzt nochmal nachgearbeitet. Teilweise auch Dübel rausgezogen und neu verspachtelt und alles. Ja, da oben bekomme ich jetzt eine elektrische Jalousienschalter-Dingsbums mit so einem Motor. Und da haben wir uns eben auch lange dran getan, weil dieser Motor, wir sind zu blöd, den zusammenzubauen. Also wirklich, aber die Anleitung ist so unlogisch, da steht nur die Hälfte drauf, also wirklich nur die Hälfte. Und dann steht da nicht, wie man weitermacht. Den Sinn verstehe ich nicht, aber. Und ich bin, stelle mich, was Anleitungen angeht, nicht gerade blöd meistens an. Und ja, keine Ahnung, irgendwie ist dieser Motor, ich hoffe, wir kriegen das hin. Denn ich kann heute nicht weitermachen. Es ist jetzt gleich schon, ich glaube, 16 Uhr ist es. Und ich würde jetzt gleich nach Hause fahren. Also nicht zu mir nach Hause, sondern zu meiner Mama fahren. Weil heute hat Tabea Geburtstag. Und da hat sie mich eingeladen und natürlich komme ich dann auch. Es ist blöd, dass so viele momentan, also Juliane hat ja auch Geburtstag, dass es jetzt alles im November ist, weil ich natürlich eigentlich lieber hier weiterarbeiten würde, damit ich fertig werde. Hätten die mal im Dezember Geburtstag, was soll das? Oder schon im Oktober? Ihr macht es mir nicht einfach, Leute. Naja, auf jeden Fall muss ich dann jetzt gleich nach Hause fahren, weil ich fahre ja von hier auch eine halbe Stunde, 45 Minuten bis zu meiner Mama, wo ich vorher gewohnt habe. Und ja, da fahre ich jetzt gleich hin. Werde mich da dann halt noch ein bisschen fertig machen, andere Sachen anziehen, mich ein bisschen schminken, ein bisschen zurecht machen. Und dann mache ich mich auf den Weg zu Tabea. Ich werde da, sie wird wahrscheinlich fragen, ob ich da schlafe, aber ich werde nicht da schlafen, weil hier geht es morgen früh direkt um 9 Uhr weiter. Deswegen werde ich, denke ich, heute Abend wieder nach Hause fahren. Ich muss gleich nochmal Jana fragen. Jana wird wohl, denke ich, auch gleich nach Wellingen kommen und bei Tabea sein, schätze ich mal. Ja. Und deswegen packe ich jetzt kurz meine Sachen und mache mich dann auf den Weg. Vielleicht schaffe ich es auch noch, diesen Vlog zu schneiden, weil den kann ich besser an meinem PC schneiden. Ich weiß nicht, mein Schnittprogramm hier spinnt einfach übertriebenst. Deswegen würde ich das super gern an meinem PC schneiden. Joa, vielleicht schaffe ich das ja gleich noch, das wäre super. Socken.
gefallen. Das hat mein Mann erst so schön perfekt gemacht, weil ich da noch wirklich die Jacke an hatte. Das hat so schön harmoniert. Jetzt hör auf. Hallo, ich glaube, ich habe schon den Wochenvlog gestartet. Ich filme so unregelmäßig, deswegen... Oh, ich habe wieder meinen geilen Sushi-Pullover übrigens an. Wir haben heute die Decke gestrichen. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich glaube, es ist grauenvoll geworden. Aber es ist doch scheißegal. Wir gucken hier an die Decke. Das ist mir jetzt... erst mal abwarten, bis es wirklich komplett trocken ist. Vorher kann man das, glaube ich, eh nicht so wirklich sagen. Habe ich Farbe im Gesicht? Nee, habe ich nicht. Gut. ja. Auf jeden Fall, Wohnzimmer ist an sich so fertig. Ich zeige euch schon mal kurz. So sieht es im Flur aus. Muss noch Tapete ab. Weiterhin. Ist die Tür zu? Ja, eigentlich schon. Da oben kommt Vertäfelung dran, wie in der Küche. Und kurz einmal ins Schlafzimmer, da bin ich auch beim Tapeten abreißen. You can see. So. Ja, das ist so der aktuelle Stand. Und jetzt, ich habe noch immer Farbe an den Händen. Aua. Ja, was tue ich jetzt? Ich werde, keine Ahnung, morgen tapezieren wir schon ein bisschen. Zwar von der Küche aus bis und diese Wand hinter mir, die werden wir morgen schon tapezieren. Keine Ahnung, vielleicht auch noch die Wand, ich weiß es nicht. Ja, ich habe jetzt mir ein bisschen Musik angemacht und werde jetzt mal das Fenster zu machen, weil mir gerade arschen kalt ist. Und ja, was habe ich noch vor? Ich muss noch weiter Tapeten abmachen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt im Flur mache. Nee, ich glaube, ich mache das im Schlafzimmer, mache ich Tapete weiter. Ja, und dann baue ich hier nachher noch den Tapeziertisch schon mal auf. Ja, und muss noch ausmessen, schon mal soll ich schon mal ausmessen. Wie lang die Tapetenstreifen sein müssen. Und das werde ich heute tun und werde halt immer noch ein bisschen, also ab und an mal ein bisschen Pause machen, vielleicht ein Video gucken und dann, wow, mein Dutt weh. Und dann immer mal wieder was tun und daran mache ich mich jetzt mal dran. Hallo ihr Lieben, heute ist Mittwoch und ich bin jetzt zu Hause. Ich bin ein bisschen eher von der Arbeit gegangen, weil ich bin während der Arbeit zum Arzt gefahren und ja, habe eine Blasenentzündung, dachte ich mir schon so ein bisschen, aber es war nicht ganz so schlimm, meine Blasenentzündung, sage ich mal, aber ich bin dann trotzdem mal zum Arzt gefahren und er meinte, ich sollte lieber die Woche über jetzt noch zu Hause bleiben. Ja, deswegen bin ich jetzt zu Hause. Bis zum Wochenende halt krank geschrieben. Ja, kann man nichts machen, ne? Auf jeden Fall werde ich mich gleich ins Bett mümmeln. Aber vorher wollte ich noch die Gelegenheit nutzen und euch die Look Incredible Boxen zeigen. Die zeige ich euch auch in diesem Vlog, weil ja momentan keine anderen Videos kommen. Das ist die Look Incredible Box, das ist die reguläre, die silberne. Und die goldene, die ich euch gleich zeige, ist die Deluxe Box. Und die sind beide aus dem Monat November. Ich finde die jetzt richtig schön, dass die Silber und Gold sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer so ist, aber ich fand die Verpackung davor auch immer richtig schlecht, muss ich sagen. Naja, ich
Obwohl, die ist jetzt auch nicht besser, da war vorher so ein Steinchen mit dem Herz drauf. Irgendwie ist das hier schon abgegangen. Ja, qualitativ sind sie eben nicht immer so mega, aber naja. Trotzdem finde ich das irgendwie ganz schön mit der Farbe. Und ich öffne jetzt mal mit euch die reguläre Box. Ich habe mir schon alles angeguckt, die Verpackung schon teilweise entfernt. Das erste, was in der Box ist, ist von Too Faced, so ein kleiner Pinsel. Voll süß irgendwie zum Reisen, so, ist so typisch Too Faced. Und er ist so weich. Man kann ihn, glaube ich, gut für Blush benutzen. Bestimmt auch gut für Highlight und auch zum Konturieren. Ich denke, ich werde den aber so zum Konturieren hier nehmen. Ich glaube, das geht ganz gut. Finde ich auf jeden Fall sehr süß. Hat eine sehr, sehr weich. Dann habe ich hier von New Kid Cosmetics die Intense, High Intense Volumizing Mascara. Werde ich jetzt nicht aufmachen. Ihr wisst, ich habe so viel Mascara. Behalte ich erstmal so mal. Lass sie zu. Dann ist hier drin von Yves Saint Laurent ein Waterproof Eye Pencil in der Farbe 11. Das ist so ein dunkelblau. Kann ich euch hier mal zeigen. Richtig, richtig weich. Obwohl, ist das blau? Das ist lila, oder? Es ist so ein dunkelblau-lila. Dort seht ihr, das ist richtig weich, lässt sich gut auftragen, ist wasserfest. Finde ich sehr, sehr cool. Auch, dass mal was von Yves Saint Laurent drin ist. Dann war drin von Too Faced aus der Funfetti-Kollektion. Ich glaube, es war mal eine LE oder irgendwie so eine, keine Ahnung, so ein Special-Ding. Davon gab es ja auch hier schon mal eine Palette drin. Und das ist jetzt der Ultra Plush Lip Gloss. So sieht der aus. Ist ein Lip Gloss. Ja, frage ich mich, behalte ich den selbst? Oder, ja, da bin ich mir noch nicht sicher. Deswegen swatche ich den jetzt nicht, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich den selbst behalten möchte. Oder ob ich den verlose oder verschenke oder was weiß ich. Und in dieser Box ist als letztes von Coastal Scents die Winterberry Palette drin mit 12 Lidschatten. Da hatte ich ja schon mal, und zwar irgendwas mit Festival. Autumn Festival, kann das sein? Irgendwas mit Festival hieß die Palette, war hier schon mal drin. Und das sind die Farben. Und ich finde sie sehr, 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 sehr schön, muss ich sagen. Ich swatch euch einfach mal einen Ton. Welchen habe ich noch nicht bis jetzt geswatcht? Den hier. Und dann seht ihr, was das für eine Qualität ist hier. Ist, glaube ich, eine Drogeriemarke aus England vielleicht. Ich weiß nicht, Coastal Scents England. Ich weiß es nicht genau. Oder Amerika. Sehr gute Qualität. Hat einen riesen Spiegel übrigens und man kann die Lidschatten ja alle rausnehmen. Also ich könnte die mit meiner anderen Palette jetzt alle tauschen und mir selbst was zusammenstellen. Aber die Lidschatten, ihr seht, sind alle richtig gut pigmentiert, sind aber allesamt schimmernd. Manche mehr, manche weniger, aber sie schimmern alle. Das möchte ich nur gesagt haben. Aber ich finde die Palette schon mal so vom Optischen her sehr, sehr schön. Ich trage gerne so lila Töne, gerade so im Winter rum. Ja, das war die erste Box. Finde ich sehr, sehr, sehr gut gelungen mal wieder. Und das ist jetzt die Deluxe-Box. Zeige ich euch auch noch mal kurz. Die Deluxe-Box ist ein bisschen teurer und hat meist auch noch einen höheren Wert, logischerweise. Da ist drin einmal von Benefit das High Beam in der Originalgröße. Sind 13 Milliliter. Ich habe das High Beam schon in so einer kleinen Größe. Ich weiß gar nicht, ob das könnte auch sein, dass ich das jetzt ausgemistet hatte beim Declutter, aber auf jeden Fall werde ich das, denke ich, verschenken zu Weihnachten an eine Freundin, von der ich weiß, dass sie keine Highlighter hat, hat sie mal gesagt. Und dann könnte man ja guten Benefit-Highlighter haben. Dann ist hier von Huda Beauty, finde ich richtig cool, ein Lip Strobe drin. Ich hätte lieber so eine matte Lip Cream von Huda gehabt, aber egal. Ich habe bis jetzt nur von ihr die Palette, ist das die Rose? Heißt die Rose Gold Palette? Nein, heißt sie nicht, glaube ich. Also die erste Palette von Huda habe ich. Und das ist jetzt halt so ein Lipstroke, zeige ich euch auch. Also im Grunde so ein, kann man auch gut als Topper benutzen. Ihr seht das da oben, die ist Gold. Finde ich richtig cool, benutze ich vielleicht mal zur Weihnachtsfeier oder so, mal gucken. Eine andere Farbe hätte ich besser gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt dann nämlich noch sehr viele andere Farben generell von. Ja gut, ist jetzt wahrscheinlich die geworden, weil die vielleicht nicht so beliebt ist und deswegen weg musste. Ich weiß es nicht, aber ich freue mich auf jeden Fall trotzdem und werde da gerne mal was mit ausprobieren, weil ich die Marke auch kennenlernen will noch mehr. Von daher finde ich das ganz cool. Dann geht es weiter mit zwei Mascaren. Mascaras? Keine Ahnung. Beide von Bare Minerals, das ist so ein Duo. Einmal Lash Domination Volumizing Mascara, das ist diese. Das ist für die oberen Wimpern.
Und dann noch einmal diese in klein. Die hat so ein ganz kleines, schmales Bürstchen, da kommt ihr super unten ran. Das finde ich richtig cool, da freue ich mich, weil ich meine, ich habe viele Mascaras, ja. Eben in der anderen war ja auch schon eine drin. Aber das finde ich cool, weil solche für unten habe ich nämlich nicht und da freue ich mich sehr drüber. Und zu guter Letzt noch etwas von Too Faced. Und zwar den Perfect Eyes Waterproof Eyeliner. In der Farbe Perfect Peacock. So sieht das aus. Und oh Gott, den habe ich heute schon geswatcht. Es ist ein Traum, wartet. Oh, der ist so geschmeidig, so schön. Guckt euch das da an, da. Ist halt auch wasserfest und wirklich, der lässt sich so toll auftragen. Oh mein Gott, ich muss unbedingt mehr Kajalstifte benutzen, weil ich benutze sie eigentlich voll nicht. Also ich habe viele, aber meistens benutze ich sie einfach nicht. Keine Ahnung, ich lasse das einfach immer weg, den Schritt. Und es ist ärgerlich. Ich möchte die unbedingt benutzen, jetzt hier die beiden. Ich finde den von Too Faced irgendwie cooler. Ich weiß aber noch nicht. Ich muss sie mal alle testen. Das war es jetzt auch mit dem Unboxing. Ja, ich liebe diese beiden Boxen. Ich liebe sie, ich liebe sie, ich liebe sie. Und ich freue mich jeden Monat so extrem auf diese Boxen. Ich fand es jetzt wieder cool, dass wirklich in beiden Boxen ja nur dekorative Kosmetik drin war und gar keine Pflege. Es ist meistens so, dass nicht so viel Pflege ist, aber jetzt war ja gar keine Pflege. Finde ich richtig cool. Und ich liebe die Boxen, kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ist ein bisschen teurer, ihr könnt mal auf die Look Incredible Seite gehen. Ist ein bisschen teuer, ich zahle jetzt zusammen mit Fracht und allem für beide zusammen, bezahle ich 80 Euro, glaube ich. Ja, müsste 80 Euro sein. Aber der Warenwert ist hier, also der Wert ist jeweils eigentlich immer knapp unter 100 Euro, jedenfalls die reguläre. Und die Deluxe ist eigentlich über 100 Euro der Wert. Von daher kann man dazu nichts sagen. Und ja, ich werde mich jetzt ins Bettchen mummeln.